Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du eingeschaltet hast. So fasten wir. Das konnte ich Mitte Februar bei einem Kaffeeanbieter in seinem Online-Shop als Motto lesen. Und es wurden ganz viele Produkte angeboten zur gesunden Ernährung. Witzigerweise kam das zeitgleich mit dem Beginn der christlichen Passions- und Fastenzeit. Da geht es allerdings nicht um das Abnehmen oder die gesunde Ernährung, sondern ums bewusste Verzichten und Einstellen in den 40 Tagen vor Ostern auf das, was Karfreitag und dann später an Ostern passiert. Für mich ist das auch eine besondere Zeit und eine Tradition ist weniger das Fasten für mich, sondern dass ich mir ein Buch kaufe, das mich diese 40 Tage vor Ostern begleitet. In diesem Jahr Das Heilige in allem Hören von Thomas Hanstein. 40 Impulse zur Achtsamkeit. Und der Autor schafft es wunderbar, mich sensibler zu machen für die Geräusche, die mich mitten im Alltag umgeben. Und er schlägt die Brücke zu dem, was Gott mir damit vielleicht aufs Herz legen will. Mit dem Zwitschern der Vögel, dem Rascheln und Knistern der Süßigkeitentüte der Kinder, wenn sie sich eben was zu schnuckern holen wollen, mit dem Glockengeläut und so weiter. Mir gefällt das sehr gut, weil ich bin auch so ein Mensch, der gerne Brücke schlägt zwischen Alltag und dem, was Gott mir mitten in meinem Alltag sagen möchte. Durch Geräusche eben auch. Und ein Geräusch, was für mich ein Zeichen ist für Gottes Gegenwart, ist mein Herzschlag. Ich lege meine Hand auf meine Brust und spüre meinen Herzschlag. Manchmal höre ich ihn auch, wenn ich zu schnell unterwegs bin. Und ich weiß, Gott ist da. Vor einiger Zeit habe ich mit unserer Tochter Birte, die ja mehrfach behindert und blind ist, zusammen mir ein Lied ausgedacht, das heißt mit jedem Herzschlag. Da kommt das so zum Ausdruck. Mit jedem Herzschlag weiß ich, Gott ist da, mit jedem Herzschlag ist er mir ganz nah, mit jedem Herzschlag weiß ich ganz genau, Gott ist da und er hat mich lieb. Dieses Lied singen wir beiden total gerne zusammen. Und wenn ich mich alleine fühle, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann denke ich daran. Ich bin nicht allein. Und manchmal brauchen wir ein Zeichen. Und den eigenen Herzschlag, den habe ich immer bei mir. Irgendwann wird dieses Herz mal aufhören zu schlagen. Auch darüber haben wir nachgedacht in diesem Lied. Und daraus ist die Strophe entstanden. Manchmal frage ich mich, was ist, wenn mein Herz nicht mehr schlägt? Wenn mein Leben hier auf Erden mal zu Ende geht? Doch dann fällt es mir wieder ein. Ich bin ja nicht allein. Gott hat mir ganz fest versprochen, auch dann da zu sein. Mit dieser Gewissheit gehe ich durch mein Leben. Niemals allein. Und mein Herzschlag erinnert mich daran. Immer. Dich vielleicht auch. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis dann. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.